zurück zu Homemade. Eine Legende besagt, dass Feen zu Besuch kommen, wenn man ihnen ein kleines Häuschen in den Garten oder auf die Fensterbank stellt. Egal, ob ihr jetzt an Feen glaubt oder nicht, so ein Häuschen zu bauen macht richtig Spaß und ist eine tolle Deko, sowohl für drinnen als auch draußen. Dieses Mal zeige ich euch, wie ihr mit ganz wenigen Mitteln ein Steinhäuschen baut und eure eigenen Feenwälder schaffen könnt. Für das Steinhäuschen benötigst du eine kleine Acrylplatte oder Fliese, Beton, Kieselsteine, Holzstäbchen, Holzspateln, ein kleines Bambusrohr, eine Tetra-Packung und die Heißklebepistole. Zuerst schneiden wir uns aus dem Tetra-Pack die Grundmauern des Häuschens aus. Ich habe mir dafür eine kleine Schablone gemacht. Übertrag die Umrisse des Hauses mit einem Filzstift auf den Tetra-Pack. Dann schneidet alles mit einer Schere aus. Die Acrylplatte sollte etwas größer als das Häuschen sein, damit die Kieselsteine später gut gemauert werden können. Danach klebt Holzstäbchen als Querbalken vom First bis zu den Grundmauern auf. Das dient jetzt der Stabilität und dem späteren Aufbringen der Dachbalken. Jetzt können wir schon die Mauern des Häuschens machen. Rührt zunächst den Beton zu einer eher dickeren Masse an. Das Auftragen geht am besten mit einer kleinen Mahlspatel. Tragt nun etwas Beton mit der Spatel auf die Wand und den Boden auf und drückt die Kieselsteine fest hinein. Es soll jedoch nicht zu stark herausquellen, sodass der Stein noch gut zu sehen ist. Nun baut die Mauer von unten Stein für Stein auf, wobei zwischen den Steinen und an der Tetra-Pack-Seite immer etwas Beton aufgetragen wird. Wenn ihr fertig seid, einfach alles trocknen lassen. Jetzt können wir das Dach fertigen. Dafür gibt es zwei Varianten. Die erste ist ein Dach aus Moos. Dafür habe ich einfach die Seiten eines Stück Drahtgeflechts umgeknickt. Danach wurde alles mit Moos und Nähseide umwickelt. Das sieht dann so aus. Die zweite Variante ist die mit Dachschindeln aus Holz. Das dauert zwar etwas länger, ist aber viel haltbarer. Schneidet zunächst Holzspateln in der Länge des Daches zu. Klebt diese zwischen First und Mauer, bis das ganze Dach bedeckt ist. Für die Dachschindeln habe ich einfach Holzspateln in einer Länge von 2,5 cm abgeschnitten. Jetzt werden diese von unten nach oben leicht überlappend mit Heißkleber am Dach festgeklebt.
den First mit einer halbierten Bambusstange abdecken. Wer will, kann jetzt noch die Schindel mit Holzbeize etwas abdunkeln. Die Grundstruktur des Hauses ist jetzt fertig und jetzt kann nach Lust und Laune verziert und dekoriert werden. Ihr könnt Türen und Fensterläden machen, einen Schornstein oder auch Dachverzierung, ganz wie es einem gefällt. Hier seht ihr jetzt die zwei Varianten mit Moosdach und Holzschindeldach. Für die Häuschen habe ich Landschaften aus Moos, Farnen und Hauswurz in einer Blumenschale zusammengestellt. Dazu kommen ein Bankerl, ein Gartenweg, ein Schneckenhaus und auch Pilze. Die habe ich letztes Jahr gemacht. Das Video verlinke ich euch gerne am Ende. Vielleicht ist die Legende über Feen ja wahr. Aber egal, ob ihr daran glaubt oder nicht, ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Wie ihr wisst, freue ich mich immer sehr über ein Like oder einen Kommentar. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.